Jo, herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Thüringen. Ja, mal beeilen, der nächste ist da. Ich werde kurz Abendbrot essen. Aber ich muss mal feststellen, wir haben hier schon mal voll. Wir fahren mal raus. Oh, Nachbarn sind da. Ich höre nämlich Klappern über mir. Schranktür oder sowas. Schade, dass hier, dass man nicht frisch reinkippen kann in der BGA, ne? Normalerweise ist das, glaube ich, Bakterien egal. Alles eine Frage der Programmierung, da geht alles. Kurz hat's ausgesehen, dass es klappen würde. Kurz. Eine Kürze durch die Würze, ne? Heißt das schön? Kommt mir gerade so ein. Ah, hier geht's, okay. Hier schwimmen wir nicht. Ja, der Arne kann nicht wieder finden. Wird gerade hier umgebracht hier. Ich bin ja da, ne? Also der sieht, das sind alle gleich eingefahren, wahrscheinlich weil er so tief drin ist, schon rausgefahren ist. Kann da liegen. Ich weiß das nicht genau. Letzte Woche hat es noch funktioniert. Ohne Eingreifen. Letzte Woche, wo letzte Woche Samstag, ne? Und heute eine Woche. Vor einer Woche. Bald zu voll. Werde ich bald schließen können und dann werde ich die halt umstellen, ne? Nächste Silo halt, übernächste. Ein, zwei Hänger noch und zum Schluss. So. Ah, sieht gut aus. Einmal verdichten. Da müssen beide bis gemeint sein, also in 3 Millionen Liter.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier da 2 und hier 3. Wo sind die Dinger ein bisschen größer in der Mitte? Ich weiß es nicht. Mal sehen, wenn ich es zugemacht habe. Ob da nur noch einer gezählt oder zwei. Längerfristig ist immer eine zweite Dilowall zu haben, ne? Verdichten machst du helfen, ne? Ist also eine größere Fläche. Ja, danke mal fürs fleißig Abonnieren. So wie es hier begonnen hat, geht's weiter. Erfreulicherweise. Also jetzt gibt es ja hier eine neue Art von Videos. Short. Heißt nicht, ich breche die aus. Das sind sogenannte Kurzvideos. Ich werde das auch machen. Ich muss mal gucken, wie es geht. Das sind sogenannte 60 Sekunden Videos. Mein Bearbeitungsprogramm kann das sogar. Das ist das Prinzip vom Video. Also einen groben Zusammenschnitt zeigt. In 60 Sekunden gestückelt. Also mit KI erstellt. Ich muss mal schauen, wie das überhaupt ankommt. Ne? Ob sich da, weil es ja wieder, heißt die Arbeit, das muss extra gemacht werden, ne? Das Hochladen ist sicherlich bei 60 Sekunden ein Klacks. Aber ich sag mal so, ich werde erstmal das testen. Und dann nachher kann man es ja einfügen, kopieren, ne? Das ist ja dann nicht ganz so tragisch. Aber ich sag, man muss es erstellen, ne? Für nächste Woche, also für wenn die Videos hier kommen, ne? Also nächste Woche, übernächste Woche genau genommen. Heute haben wir den 14. 7 Tage weiter. Ja. 21 oder so, ne? Ich jetzt programmiere. Und die Woche halt darauf, ne? Hört ihr was überhaupt? Bisschen verschieden tut es ja, ne? Also verschieben, verdichten, alles. Außer packt nicht eine Seitenwende rein, wie früher in der Neuzeit teilweise. Das kann aber auch ein Reizproblem sein, ne? Das muss dann nicht unbedingt vom Water kommen. Ne? %50. Schiebeschild muss ich mir wieder mal herholen. Theoretisch mit anwenden, ne? Wenn man es hochschieben wollte. Ne? Mal sehen, ob das Kursbrett hinkriegt mit reinfahren automatisch. Ich habe es noch nicht probiert. Mal schauen, wie der Verbrauch ist. Und ab Dezember dann nachher auf 3 Tage gehen. Ne?
Oder schon ab morgen, 2. November. Mal schauen. Dann wären dann pro Monat 3 Tage. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit mit befüllen. Ne? Da brauchen wir nicht jetzt hier alle paar Stunden. Über die Kühe im Prinzip alle 8-9 Stunden füttern. Jetzt füttern wieder alle. So. BM fährt nicht. Kein Fahrer da. Katana ist auch nicht da. Aber 3 Fahrzeuge kommen her. Da sehe ich aktuell aber keine Geschwindigkeit. Der eine fährt. 26. Ich muss mal durchhalten. Kein Abfahrer da. Oh, was ist los? Der eine steht und wartet, da muss irgendwo einer. Oh. Ja, das nennt man sich mal Unfall, ne? Das wird so nix. Das wird ein Versicherungsfall. Ich muss mal so eingreifen. Entschuldigung. Oh. Realismus-Fans, wenn die jetzt durchdrehen, dann bräuchte man einen Bärungsbagger oder sowas, ne? Oder einen Kran. So. Weiß nicht, wieso der reingefahren ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er sich im Kurs geirrt. Dadurch, stehen die hier und warten, ne? Aber so im Großen und Ganzen, das ist ja perfekt mit O-Drive. Ja. Klar, wenn jetzt mit 3-4 Leuten zusammenspielst, dann brauchst du das nicht, ne? Das ist eine Herausforderung. Oh, jetzt freut mich. Alter Mann. Warum geht's hier nicht weiter? Ah. Wie gesagt, wenn eine Strecke blaue Striche bei sind, also Linien, dann ist das so, wenn zum Beispiel Fahrzeuge auf derselben Strecke sind, dann warten die entsprechend und fahren nicht weiter, was an sich ganz gut ist. So hast du nie Probleme. So wie hier ist ja nur für ein Fahrzeug Platz. Da würde es dann nie funktionieren, dass praktisch 2 parallel fahren würden. Was ganz gut wäre, ist. Aha. Aber auch gut gelöst mit Jalousien, ne? Na gut, aber überwiegend ist offen, ne? Also, kann man nicht sagen, ne? Unser Fuß, Wasser? Aber Wasser. Der Ertrag ist jetzt erst zum Beispiel übrig. So. Ich müsste hier normalerweise. Aber wir müssen einfach flügen, ne? Ich habe ja keinen Flug da. Keinen Traktor. Flug ist schon da. Also auch. Also hier werden auch noch Silos, ne? Also. Wenn das ganz schlimm wird, dann müssen wir halt hier auch noch was reinfahren. 2 Stück. Und die dann betreiben, ne? Ich muss nur hier separaten Radlader haben, ne? Wüssten wir dann. Da haben wir noch ein Futter besparen. Aber wir haben keine Kühe drin. Das ist erstmal nicht vorgesehen. Könnte man theoretisch ein Kälber reinbringen, ne? Der wird da gut klarkommen.
Der nächste kommt, fährt auch da rein, okay. Das ist besser, wenn die ein bisschen miteinander Luft haben, ne? Dass sie nicht so unbedingt sich im Wege sind, ne? Also ich mir passiert, wer jetzt wartet. Der Blaue kommt, der kommt hierher. Der blaue Traktor. Den lasse ich hier mal so rückwärts ranfahren. Und dann greife ich ein. Damit ich hier ein bisschen besser hochschieben kann, ne? Ah, okay, dann muss er warten. Der wartet aber nicht. Naja. Entschuldigung. War noch nicht geplant. Lockert. Halt los. Nein. Und noch nichts freigeräumt. Mal sehen. Und die einen Ballenpresse hinstellen. War nicht in den Zaun rein. Ach, gerade so. So ein bisschen besser, wenn die mehr Zeit haben zum Abladen, ne? Mal selber hier. Ja, die Ballen gehen langsam zur Neige. Grassilage ist alle. Ist keine mehr vorhanden. Und zwei Ballen sind noch Mais-Silage. Ballen. Ob unser Siedlung her auch niedrig ist. Ein paar Liter. Nochmal abwarten. Ne? Das muss ich noch entsprechend hier noch verdichten und dann nachher aufschließen. Den werde ich mal gleich umstellen. Aufs andere Silo, ne, was da hinten ist. Die Ballen sind ja nur weggeräumt. Komm. Aus dem Weg, ne? Guck, wie es heißt. Ja, von dem Silo klappt das wahrscheinlich ein Anhänger zu lang. Mal gucken, wie es heißt. Ich weiß, Silo 4. Silo 4.1, fangen wir bitte an, ne? Silo 4.1. What? Ist auf demselben Feld. Das wird ein bisschen interessanter, rückwärts fahren, mal schauen, wie es funktioniert. Oh, hier war die Visa. Jetzt fahren, das ist nicht meine Stärke. So. Jetzt wieder Handy aktiv hier, aufzuschlagen. Und gucken, muss ich mal auf stumm schalten. Das nervt das schon. So keine Zeit dafür. Machen wir mal bei der Arbeit. Erst Überblick beschaffen, was eingekommen ist und was mir interessiert, guck mir an. Und was ich schaff, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Ansonsten muss ich warten, bis es Zeit habe in der Pause. Ne? So wie früher mal eine Zeitung gekauft wurde,
heute Smartphone aktiv. Das ist schon der Wahnsinn, ne? Ich bin gerade mit dem Traktor gefahren. Ja, ganz früher waren die Silos noch anders konstruiert. Da war es ja, ist der aus dem Boden gewachsen. Ne? Auch nicht schlecht, ne? Heute geht das so. Den Schwierigkeiten, die es halt gibt, ne? So, mal gucken. Ja, dem Fahrzeug müssen wir alle hinkommen und die Sache finden. Oder die haben sich irgendwo festgefahren, ne? Also aktuell sind wir alle fahren, ne? Mehr oder weniger. Mal sehen, was denn passiert um 11 Uhr. Das mir ausreichend ist für unsere Tiersilage. Aber in einem Tag schaffst du das nicht. Also ganz am Anfang ja, aber dann hier. Dass beide sie das zusammenzählen, das wäre blöd. Weil die Menge garantiert auch zusammengezählt wird. Aber da passt dann aber rein und da muss man hier gut und da aufpassen. Egal. Die ersten zwei kommen wieder, 1050er, die kommen alle beide, die sind alle hier. Den muss ich den umstellen. Aber erst ist da, dann bleibt man eingreifen. Beziehungsweise übernehmen, ne? Action! Den Verdacht, dass es hier alles zusammen ist. Ah, ist auch 6%. Ja. Kriegen wir nicht zugemacht. Der zweite ist im anderen Silo. Ich lasse ihn mal oder lass sie mal rückwärts fahren. Ich steige mal ein, fahr mit. Rückwärts fahren kann die KI besser wie ich.
das genügt aber schon. Du darfst in Silo 4 fahren. In 4, 2. Raus mit dem Mist. Der nächste 1050er muss Auto umgestellt werden. Ja. Fährst du richtig? Bis dann mal, ne? Und fahre wir nicht rein in den Gartenzaun, ne? Nur so stabil ist. Also hier sollte jetzt voll sein. Ich glaube, einer kommt noch, ne? Oder? Fahren wir gerade weg. Hier befürchte man den ein Zudecker, dass er ein Outback zu ist. Müsste ja warten. Dann muss ich erst warten, bis ich das, also das nächste Silo abwarten. Also muss ich das abgrenzen. Es ist ungünstig, wenn wir später zum Verarbeiten, ne? Wenn wir eins brauchen, wird das eine wieder noch ein bisschen dauern. Das linke, das hintere auch. Und wenn das Design ist, natürlich, das wäre der Optimalfall, hier schon nutzen könnten, ne? Die Lücke auffüllen wollte ich noch. Das müsste jetzt mal reichen, theoretisch. So ein blauer. Ne, der fährt eh dahin, zweiten. So. Muss er eben wieder hochfahren. Denn hier ging zwar noch was, aber wie gesagt, das wird ja alles zusammengezählt irgendwie. Cool. Weil die Menge auch mal 2 ist. Jetzt aber Gas geben, Junge. Jetzt aber. Platz schaffen. Dann werde ich ihm hier mal in die Pause schicken. Der kann so stehen bleiben.
Hier stelle ich um auf. Auf Lu. LU, ja gut, ich hab einen Bescheid. Das mache ich so. So, 704. 3. Später. Immer ein Radlader mal aus hochfahren. Da kommen wir ja nicht hin. Ich will nämlich erst schließen und dann erhört nächste anfangen. Ich will auch nicht alle 6 auf einen Silo schicken, das ist auch zu riskant. Oder ich mach's manuell. Weil ich Platz habe. Vielleicht kommt eine Meldung, geht nicht. Weiter vorne gerückt und den Tank immer gleich. Nur eine Runde kann er noch fahren. Ups. Will hinter mir jetzt hier. Eine ungünstige Sitzhaltung hier mit dem Gaspedal. Berufskrankheit, ne? Ja, Anführungszeichen, ne? Wie gesagt, Prozente ist hier auch angezeigt und dann würde ich immer hier voll machen. Mal sehen, was wir verbrauchen. Ne? Das ist ja immer die spannende Frage. Kommen wir mit den 3 Dingern auf oder 4? Also alles kriegen wir noch gar nicht Erfolg. Und ein bisschen muss auch bleiben für die Kühe, ne? Können wir ja nicht komplett außen vor lassen, ne? Da sind die Grasballen, die noch nicht verfolgt oder Maisballen, keine Ahnung. Gut, das soll schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs fleißig reinschauen. Und dann tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Und dann machen wir Silo 3 dicht, wo ich meine. Ich wünsche noch einen schönen Resttag und tschüss.